Moin moin Leute, mein Name ist Lexus und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Satisfactory im Koop-Modus. Ich begrüße hierzu einmal den Mumpox. Guten Tag. Einmal den Niki. Moin. Und den Blazing. Moin. Ja, Satisfactory ist im Early Access Mode. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt ein Let's Play darüber. Und bei uns ist das halt speziell, wir wollen das im Koop-Modus machen mit 4 Leuten. Das heißt viel, viel schneller wie im Single-Mode. Und man muss natürlich die ganze Zeit noch zusätzlich darauf achten, was die anderen machen in der Zeit, wo man selber spielt. Das geht viel, viel schneller, man verliert sehr schnell den Überblick. Und das ist quasi für uns der Hard-Mode. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an. Let's go. Attention Pioneer, the following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit Pioneers have 3 cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Sehen, ob die Kiste hält. Ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akicha. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. So Mädels, ich bin gelandet. Note, objective und versucht jetzt mal rein zu joinen. Welcome to. Ist glaube ich nicht möglich. Ich glaube, das ist tatsächlich weltbedingt, der Code. Ja, du musst uns nochmal einen neuen Code schicken. Wie ging das? Unter also du musst Exit drücken. Ja. Und dann Einladungen oder einladen und dann Sitzungs-ID kopieren. Ach da. Ja. Zwischenlage. Dann machen wir das doch fix. Bei mir ist hier schon ein riesen Vieh am Laufen. Die konnten mir aber nichts tun, oder? Die großen Vierbeiner? Die ja. Nicht. Okay, nö. Gut. Hat schon Angst. Soll ich zu dir kommen? Ja.
Müsste auch offen sein. Also eigentlich, ich stehe ja, stehe hier ja noch ja an der Kapsel. Ja, ja, wir, du müsstest die Kapsel erst abbauen, um dass wir Inventar öffnen dürfen. Ah, wir können ja kurz hinlaufen. Danke. Hab ich. Sehr. Ach, ihr seid super weit weg, jo. Na, es geht. Eine Minute Fußweg. Und derzeit immer gut Blätter sammeln. Oh, hallo, ein Viech. Okay, wir sind vielleicht auch ein bisschen weiter weg. Aber ich sehe jetzt auch den Ali, der herumläuft. Den Ali? Den Ali. So ein Vogel vor mir. Hat ein Vogel. Ah, diese kleinen. Der fliegt jetzt weg, ja. Hallo. Hoi. Blazing rauscht wieder nur. Second objective. Please ensure you have your Fixit incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Wo ist der Blazing? Fehlt noch. Note. According to Fixit regulations, every pioneer should have access to means of defense against extraterrestrial threats. Hoi! Ich hab dich nur einmal gesetzt. Achso, hab ich dich eben getroffen? Ja. Hey! Okay, also, jetzt sind wir schon mal zumindest alle zusammen. Also ich hatte zumindest im Single-Mode, hatte ich mal einen Spot rausgesucht, wo wir uns vielleicht aufbauen können. Der war ziemlich... Ja, der ist ein bisschen weiter weg, aber das ist ja nicht schlimm. In die Richtung können wir mal hindackeln. Da haben wir wenigstens Platz. In ein paar Minuten, wo ich Single-Mode mal drin war. Ja. Und hier ist Quarz. Oh, das nehme ich direkt mit. Ui. Quarz wird noch. Oh, Schwefel. Oder? Nee, ja. Ferium. Oh, ja. Noch besser. Gibt's hier noch mehr? Oh, komm ich ja, nicht. Doch. Was haben wir hier? Ne, das ist nix. Ne, hier kommt man nicht hoch. Oh, schade. Okay. Hier läuft ein Vieh rum. Oh, hier ist ein Hundi-Hundi. Oh, ey. Hier ist nicht nur ein Hundi-Hundi. Das sind die hier bösen Hundi-Hundis. Hab ihn einmal. Ein Hit hat er. Wo ist der hin? Keine Ahnung. Jetzt. Da ist er. Und put ist er. Da ist noch ein zweiter auf dem Weg. Aha. Ihr habt mich getroffen. Ihr habt mich getroffen. Ja, ein Geschoss. It happens. Friendly Fire ist an. So, es dürfte nicht mehr weit entfernt sein. Oh, das ist satisfactory. Einfach schwebende Pflanzen. Yeah. Daddy, ich habe Angst allein im Wald. Willkommen am Early Access. Och, ich bleib hier planschen. Oh ja. Oh, Pilze. Zack. Seid ihr noch alle dran? Ja, ne? Ja, wir sind alle hier hinter dir. Ist das... Wir haben hier einen Geysir. Der ja, ich glaube, da kann man Thermalkram, ja, also... Wärmekraftwerk, da Wärmepumpe oder so. Das müssen wir uns merken, so... Mhm. Ein, zwei Monate, dann haben wir das bestimmt auch. Oder... Wie ich denn jetzt? Hier müsste es doch sein, irgendwo. Oh. Ist eine Höhle. Okay, ich hab's gefunden. Hier ist der Spot. Aua. Hier haben wir direkt die Kupfer-Spot. Und gegenüber. Und Blazing ist wieder nur am Rauschen. Ja. Genau, hier haben wir den Kupfer-Spot. Gegenüber ist Eisen-Spot. Und... Ja. Also, hier sind zwei Eisen-Spots, genau. So, noch ein Hundi. Und weiter hinten durch müsste Zement und ich glaube nochmal zweimal Eisenspot sein. Oh, nice. Hier war das so. Ich habe ja das Gebäude in der Tasche. Ich baue das jetzt mal. Wie ging das nochmal? Ach, da. Mit Q. Nee, doch. Nee, ich muss das in die Hand. Nee.
Aber wir dürfen erstmal, genau, Eisenerz scannen. Sehr gut. Ach, jetzt da, Hub. Hier liegen überall tote Hundis rum. Wer von euch ist ja der Massenmörder? So, das Hub steht schon mal. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of forces. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Ja, Mädels, dann fangt mal an, Materialien zu sammeln. Sachen kloppen. Congratulations. You have unlocked hub feature manual craft bench. Hub feature hub terminal. So. Also, Ziel ist es jetzt für uns, dass wir dieses Hub hochcraften. Man muss halt insgesamt 6 Stufen erreichen und sobald man die 6. Stufe erreicht hat, dann geht's das eigentliche Spiel los. Bis dahin müssen wir hier per Hand Materialien farmen und diese umwandeln in beispielsweise Schrauben, in Stangen, Eisenplatten oder Kupferdraht. Ja, das machen wir jetzt. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Hub erstmal hochcraften. Und unsere ersten Fabrike bauen. Ich stelle erstmal ein paar Werkbänke gleich her. Ja, Werkbänke. Das ist gut, ja. Sonst kloppen wir uns wieder um die. Dann hole ich mir jetzt noch ein bisschen Kupfer und Eisen. Kann mal jemand nachgucken, was man gebraucht, genau für Werkbänke braucht? 10 Eisenstangen und 5 Eisenplatten oder so. Okay. 3 von beidem. 3 von beidem. Ist ja fast 10. Ja, ist ja fast 10. Ich habe es jetzt schon mal so für 3 zusammengerechnet, meine ich jetzt. Mathe Ass hier. Ja, auf jeden Fall. Darum bin ich dabei. Okay. Nur dafür. Irgendeiner muss ja Mathe können. Mathe-Mann, yeah. Kennt ihr Mathe-Mann? Natürlich. Mathe-Mann, ich liebe dich. Ey, selbst auf dem Abi haben wir das ständig angeguckt. Genau wie der Pythagoras-Song. Von einem, wie heißt der irgendwie? Mathefuchs oder so? Ich schäme mich jetzt, dass ich das nicht kenne. Du bist dann nicht alleine. Das ist minus p halbe plus minus die Wurzel aus. P halbe ins Quadrat minus q. Das singt er dann nach 10 Minuten. Oh Mann. Bin ich froh, dass ich bessere Sachen in der Schule zu tun hatte. Oh, nice. Ey, seitdem kann ich die Formel aus dem Kopf, so vorher konnte ich das nie. Ist halt ein catchy Song. Jetzt haben wir die erste Hub-Stufe schon abgeschlossen. Die Jungs arbeiten da jetzt natürlich auch mit dran, dass wir diese Stufen die ganze Zeit nach oben bekommen. Und das ist das, was ich am Anfang auch meinte. Man muss natürlich bei so vielen Spielern im Koop-Modus den Überblick behalten. Das kann zwischendurch so schnell gehen, dass man nicht mehr hinterherkommt, wer was, wo, wie gebaut hat. Genauso wie die Routen der einzelnen Bänder. Da muss man echt am Ball bleiben und konzentriert, sonst verliert man hier sehr schnell den Überblick, wenn dann einmal die Fabrik richtig steht. Zack, direkt Hub Upgrade 2. Upgrade 3. Und ich hatte doch noch Kupfer bei, ja. Also Platten mache ich jetzt gerade noch. Kupfer wird mir noch nicht angezeigt, dass wir das... Ah doch, jetzt können wir das schon craften, okay. Ich mach schon. Biomass burner. Scanner feature, copper. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Seventh objective. Complete hub upgrade 3. Note. Connect buildings to a biomass burner for power. Note. Buildings such as the smelter require a recipe to be set. Ich glaube, ich platziere gleich schon mal die Forge. Advice. Automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Stangen brauche ich noch.
Ich mach gerade nur Eisenbarren und Kupferbarren. Grade 3. Was brauchen wir denn dafür? Kabel könnte ich machen. Ne? Ja. Da hier kommt ein Hundi angeschlichert. Ich fütter ihn. Ein böses oder ein Liebeshundi? Ein Liebeshundi, der will hier in unsere Base. Die man nicht schlagen soll. Ja, genau die. Aber der rennt weg. Ich hab doch was Leckeres für dich in der Hand, mein Freund. Wie geht? Pack dein Westen wieder ein. Ich hab Beeren in der Hand, also was. Das will ich hoffen. Ja, immer doch. So, Eisenplatten habe ich auch noch ein paar. Mhm. 52. Wir hatten jetzt das Kabel schon da reingesteckt, hab ich da extra gemacht. Ja. Mach noch ein bisschen Draht. Wir brauchen nicht. Ich pack. Ja, genau. Sammel ich uns gerade zusammen. Zu spät, alter Mann. Ja, du brauchst gleich, glaube ich, fürs Upgrade 5 brauchst du 100 oder 50 und für das letzte brauchst du, glaube ich, auch nochmal Beton. Also Beton okay. Kann man nicht genug haben am Anfang. Du sprichst das falsch aus. Das heißt Beton. Beton, ja, Beton. Beton. Komm ich mal mit Beton sammeln. Haben wir schon eine Ausrüstungswerkstatt? No. Jetzt haben wir eine. Okay. Ui. Hallo, du hübsches Ding. Ist bei also, dir das hätte man ja reichhaltig oder näher, normal? Oh, hier ist rein. Ich kann 3 Bohrer bauen. Ich hab einen schon mal gebaut. Okay, ich platziere mir auf den Eisennotes. Also ihr habt die Möglichkeit natürlich hier verschiedene Adern zu finden. Es gibt welche, die nur schlecht oder ich glaube, es müsste schlecht sein, normal und rein. In diesen Stufen gibt es die Adern zu finden. Und rein bringt euch den maximalen Ertrag. Normal natürlich 1 oder 2 Punkte weniger. Und schlecht ja nur ganz, ganz wenig. Hier in dem Fall sammeln wir jetzt immer 3 Stück pro Abernten. Da habt ihr schon. Der eine Miner ist aber verkehrt drauf. Wir haben rechts eine reine Kalkader. Ich würde den nochmal umstellen, ne? Oh, okay. Also direkt dann rechts davon von der Kalk ist noch eine zweite. Ja. Ich die übersehen. Einmal mit Profis arbeiten, ey. Einmal. Tja. Hier haben wir jetzt so einen mobilen oder ja doch einen mobilen Miner gesetzt. Und der sammelt jetzt die ganze Zeit Kalk. Bis er 100 voll hat, bei 100 hört er auf. Genau. Und darauf setzen wir gleich aber noch große Miner drauf, die dann wiederum mit Fließbändern weiter transportiert werden können, die Materialien. Schon Biomasse? Nein, können wir noch nicht. Schmeiß ich da mal Holz rein und verbinde den Klaratteradatsch mit den. Holz habe ich schon reingeschmissen. Schmelzer. Ja, das habe ich wieder rausgenommen, weil ich dachte, welcher Dödel packt da Holz rein, anstatt das in Biomasse zu verändern. Und habe ich gemerkt, hey, Kladder, das geht ja gar nicht. Kladderadatsch hast du von mir auch schon gut mit ab weggeguckt, wa? Habe ich das gesagt? Ja, hast du. Ja. Oh. 2 Tage miteinander gespielt und zack. Ja. Oh. Da merkt man gleich der schlechte Einfluss hier. Mhm. Ich bin Lexus Double. Hallo und herzlich willkommen. Ich streame jetzt War Thunder. War Thunder.
ich habe kein Eisen mehr. Ich habe hinten zwei Mine aufgestellt. Den kannst du rausnehmen und dann kannst du die Schmelzeinheiten da füttern. Nö. Okay. Nee. Dann nicht. Dann geh doch zur Nette. Ja, genau. Ich hole mir jetzt Kupfer. Alles nehmen. Hab ich schon. Alter Mann. Ist wirklich so. Traurig, aber wahr. No. Ich bin auch schon 24. Ah, oh mein Gott, süß. Kopf bin ich irgendwie immer, ab 20 habe ich aufgehört zu zählen. Ja, da ist auch nicht mehr interessant. Bis 18, nee. Und danach ist es egal. Also 21 halt irgendwie nochmal, keine Ahnung, aber dann... Ach hier, die Schmelzer füttern, jo. Das ist gut. Alles nehmen. Hast du. Ah ja, ihr habt sie beide schon aufgestellt. Sehr gut. Ja, irgendjemand anders hat die gefüttert. Ich hab die gefüttert. Ja. Jetzt bist du bereit für ein richtiges Haustier. Ja. Da ist der. Da ist der Hund wieder. Geister? Bären raus und anschleichen. Komm hier, ich hab Bären für dich, mein Kleiner. Komm hier. Oh, das mache ich jetzt ab sofort, wenn du in meinen Stream reinkommst auch. Lauf um mein Leben! Ja, ich sollte mir wirklich Gedanken machen. Ja, guck mal, wer ist denn da? Ja, Mai! Oh! Ihn nicht so. Du verscheuchst ihn. Grüß Gott. So, Eisenbarren haben wir jetzt genug. Was brauchen wir denn eigentlich noch? Kabel. 7 Stück. Oh, ich glaube, die habe ich. Ich habe auch noch. Zack. Okay. Ich habe meine da trotzdem reingetan. Aber du darfst den Knopf drücken. Okay, drück die Knöpfe. Okay. Drück die Knöpfe. So, wie ihr sehen könnt, hat sich das Hub jetzt natürlich auch schon aufgewertet. Building, Miner Mark 1. Building, Storage Container. Hub Feature, Additional Biomass Burner. Wir müssten hinten jetzt auch Generatoren haben, ja. Complete Hub Upgrade 6. Nice. Note, there are no notes. Nice. Ups. Blätter wollte ich da nicht reinstecken. So. Schrauben braucht man doch auch gleich, oder? Für 6 noch nicht, aber ich glaube für 7. Mach schon mal Schrauben. Tun habe ich auch noch. Oh yeah. Ich stecke einfach mal alles rein, was ich jetzt habe. So. Dann. Ich hoffe, damit meinst du niemanden von uns. Na klar, wenn die Biomasse ausgeht, wird ausgelost. Und heute nur noch mit 2 Spielern. Wo sind die anderen hin? Das ist eine Frage, die wir nicht stellen. Und warum liegt hier Stroh auf dem Boden? Ich guck, dass ich den Kupferdraht gerade mache. Und Platten hätte ich noch 24. Ist da gerade der Ton ausgegangen? Ach, der Ich habe was umgestellt. Der Ton ausgegangen.
Strom ausgegangen. Nein, der Strom ist nicht ausgegangen. Doch, er war kurzzeitig aus. Unser Elektriker, aka ich, hat da kurz gefrischt. Hat du da was kaputt gemacht? Vielleicht. Einmal mit Profi. Ja, ich bin nur noch Azubi. Da kann auch jedem passieren. Upgrade Stufe 6 haben wir. Building, Space Elevator. Building, Biomass Burner. Heart, Biomass. Motivational Message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Okay, dann sollten wir mal rechts und links Note. Future developments should be aimed at constructing the space elevator and, as such, initiating project assembly. Good luck. Sollten wir auf beiden Seiten nochmal schauen, dass wir die ersten Fabriken hinstellen, dass die Produktion anfangen kann, oder? Die ja, Schmelzer stehen ja schon, also können wir ja da jetzt schon mal die anderen Sachen davor hängen. Klingt nach einem Plan. Auf jeden Fall. Steht denn was da? Stelle ich hier schon mal ein Lager hin. So, wo ist der hier, der ein Haus haben wollte? Ja. Die Schmieden hier sind nicht gefüttert. Was für Schmieden? Oha. Ich glaube, das überlege ich mir nochmal, ob du ein richtiges Haus dir bekommst. Das ist. Dafür sind die Generatoren mit Sachen gefüttert. Die sind alle voll, doch, die sind voll. Ja, aber deine ersten Tiere, um die hast du dich nicht gekümmert. In mir. Nein. Das sind die Tiere meines Nachbars. Ja. Nicht meine. Jetzt fangen die Ausreden an. Ach, hier ist ja gar nichts drin, jo. Ich habe nicht genügend Platten, um das zu dem hinzuleiten. Ah, das ist nicht gut. Hat der Schmelzer noch hier? No power. Was? Da, ne, hier hinten nur. Da reagiert er allergisch drauf. Was? Ja. Ja, Biomasse. Kleiner Biomasse-Fetischist. Ja. Eine feste Biomasse, noch besser. Hey Blazing, du stehst im Weg. Ich gehe dann mal auf die andere Seite der Karte, so ganz schnell. Tschüss.
Arrivederci. Ja. Wir sehen uns am Ende der Season. Viel Spaß in der Wüste. Das Ding hier hat noch keinen Strom. Okay, die Eisen... also ein Miner arbeitet auf jeden Fall schon mal. Nice. Kupfer ist auch gleich soweit. Bei dem hier weiß ich nicht, was war, was hier dran kommt. Da muss noch ein Miner hinter. Das ist nicht mein Aufgabenbereich. Ich werde dafür zu schlecht bezahlt. Kupfer machst du drüben? Ja. Okay, wer macht das mit... ah, hier Beton. Da, Beton kann ich ja machen da. Genau. Alles nehmen, zack. Brauche ich neue Platten. Wir bräuchten ja eigentlich jetzt schon eine Kettensäge. Ja, auf jeden Fall schön. Steffi ist ja unser Naturliebhaber verantwortlich. Jo. Okay. Okay, ich habe Eisenplatten. Meiner steht ja vor Ort. Jo. Zur Produktion für Eisenplatten dürfte bald laufen. Hat Lexus sich schon um die Eisenplatten gekümmert? Nö, nee. Wieso? Was? Ah, achso, nee, okay, das war nur das Eisen. Das sieht jetzt erstmal doof aus, aber das liegt drin, dass wir noch keine Kettensäge haben. Du siehst doof aus. Ja. Kein Kommentar, ich kann nur zustimmen. Oh, das war gemein. Jetzt fühle ich mich schlecht. Kein Grund. Ich muss euch hier nochmal die Verbindung kappen. Nein. Doch. Oh. Ich genügend Kabel. Sauber. Okay. Man weiß doch, irgendwo hier oben lag, da war doch eine Schnecke. Irgendwo hier war eine Schnecke. Oben auf dem Dings. Auf der Skyline. Ja, ja, da auch, aber irgendwo hier war noch eine. Das wollen wir die nicht später einsammeln? Seitdem du das Wort Dings kennst, kannst du auch alles beschreiben, ne? Immer doch. Wonach suchen sie? Ja, nach dem Ding da. Nach was? Ja, nach dem Ding da halt. Bringen Sie mir mal einen Siemens Lufthaken, bitte, ne? Ja, genau. Was habe ich denn jetzt schon wieder nicht genug? Oh, schon wieder zu wenig Platten. Geh durch. Kann das mit der Plattenproduktion nicht schneller gehen? Ich kann da leider nichts für oder gegen tun. Alles gut. Beton steht gleich auch. Neues. Das hast du jetzt aber von mir abgekupfert. Was? Nice. No. Das kann ich auch schon vorher, mein Freund. Ja. Fair. Wir werden ein großer Organismus. Und dabei die Fische, das kannte ich schon vorher. Ja. Der Schwarmorganismus entwickelt sich, oder wie? Walla, ich schwör, Digga. Am Menakoi, Siggi. Das ist schon wieder nicht mit dem Kabel. Ich will kein Teil mehr davon sein.
Ich laufe hier gerade nur hin und her, weil ich ständig ein Material vergesse. Sehr gut. Das ist, ja, ist verdammt gut. Auf jeden Fall. Hat nur Eisenstangen. Jetzt habe ich auch keine Eisenstangen mehr. Das ist blöd. Ladies and Gentlemen, wir haben nun Kofferkabel. Ja. Jawohl. Es gibt nur normale Kabel. Keine anderen Kabel als Kupferkabel. Also nicht diese Katerium-Kabel gibt's noch. Gibt's nicht. Ja, aber es gibt Turbodraht, aber den gibt's erst später. Ja, ja, und darauf kann man keine Kabel machen. Nö. Es gibt, okay. Stimmt, gibt's alternative Kabelrezepte, aber. Oh. Die sich lohnen, ist die andere Frage. Ja, genau. So, Beton wird jetzt auch gemacht. Läuft die Produktion? Oh yeah. Zumindest schon mal einer. Kupfer hast du hinten, Eisen haben wir. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben unser Hub aufgestellt. Wir haben die ersten drei... Ja, Lines eigentlich gezogen. Die Fabrik Lines, ja. Ich nenne sie Fabrik Lines. Dass du hier wieder am Lines ziehen bist, ne? Dann würde ich sagen, können wir unsere erste Runde oder unsere erste Aufnahme auch an dieser Stelle beenden. Und starten. Ja, genau. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, denkt dran, abonnieren, Glocke aktivieren, verpasst nicht die nächsten Videos. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.